Das stand doch. Oder haben wir alles über sie rausgefunden? Zeig nochmal ganz kurz hier. Meine Ermittlungen in das Leben der Zielperson waren erfolgreicher, als wir uns hätten wünschen können. Bei ihr. Und sie ist in Russland. Nee. Na gut, dann mach das nochmal. Du Hackhorst, bitte. Da hinten und versuch's direkt zu klauen, was unwahrscheinlich ist, aber vielleicht haben wir Glück. Und du hackst nicht von hier aus. Kannst du relativ zeitig dahin? Ja, reiß mal vor Ort und versuch den vor Ort da ein bisschen rumzustinkern. Weiter. Oh, sehr schön. Sogar Kompromat gefunden auf den Russen. Lässt sich durch Betteln oder Hilfegesuche zum Handeln bewegen und ist paranoid. Und noch ein Wissenschaftler ist in Russland unterwegs. Was genau möchten Sie? Wir hätten gerne Geld. Und haben unser Geld. Das ist ein sehr schönes Abkommen, das wir hier haben mit Frankreich. Aber sind wir trotzdem auf Platz 7. Und versuchst die Alarmstufe zu senken für die kommende Extraktion. Du findest etwas heraus über Wissenschaftler Nummer 1. Oberst, ich habe die Sicherheitslücken der japanischen Sigma-Datenbank überbrückt. Die Daten wurden extrahiert und unseren Analysten übergeben. Nice. Und wir haben ja alles ausgekundschaftet. Das heißt, wir haben es jetzt ausgekundschaftet in Russland. Wir haben eine Überwachungsdrohne da und wir haben Maestro da. Besser kann es nicht laufen. Jetzt benutzen wir noch seinen Schmuggler-Perk, um an eine Waffe zu kommen, während die hier über die Wissenschaft aus rauskriegen. So weit, so gut. Fake News. Wer hätten gerne... Vielleicht haben die irgendwas Neues an Forschung. Unwahrscheinlich, dass wir was bekommen, aber wer weiß. Und ja, die haben noch Sachen. Und wir machen die Ransomware weg. Nee. Schade. Versuchen wir nächste Woche nochmal. Du suchst jetzt dank Schmuggler-Perk eine Waffe. Dich. Wer ist denn Platz 2 und 3? Indien. Du hackst dich mal bei Indien ein. Sigma-Daten stehlen. Apropos Sigma-Daten. Das ist mau. So mau. Okay, Waffe haben wir gefunden. Und es ist der doofe Franzose. Türkei hat auch gerade was am Laufen. Aber Türkei ist inzwischen... Oh, ist Platz 3. Okay, vielleicht doch noch hin. Korea hat Project Stability abgeschlossen. Enorm Reichtum anzuhäufen. Ihre Sigma-Division ist jetzt ausgezeichnet ausgestattet und sie werden womöglich feststellen, dass sich ihre Wissenschaftler nicht länger bestechen lassen. Ah, Korea ist unbestechlich geworden. Oberst, wie der Zufall will, habe ich eine hochrangige Kontaktperson in China, meinem Heimatland. Wenn Sie möchten, könnte ich ein paar Tage an einer Verbesserung unserer diplomatischen Beziehung arbeiten. China.
Wir haben genug andere Ziele, wo wir gerade hin wollen würden. Wir benötigen wertvolle Daten der Sigma-Division in Russland. Wir sind zuversichtlich, dass sie uns gute Dienste erweisen werden. Vergessen sie nicht, wenn sie uns verraten, bla 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 bla. Wir sind eh gerade in Russland, ist alles gut. Du versuch... Du versuchst ihn rumzukriegen? Frauen gegenüber skeptisch. Bestechen, entführen, überzeugen. Ich versuche überzeugen. Okay. Und du? Versuchst über dem was rauszufinden. So, die Aktion hier hält noch ein paar Tage und unser Ruf sollte dadurch immer weiter mit denen steigern. Wir könnten jetzt auch noch hier hingehen, um die Türkei zu boosten, aber das mit der Türkei klappt eigentlich ganz okay. Russland haben wir jetzt gute Kontakte, weil wir seine Daten haben. Sollten also jetzt mit den dreien immer regelmäßig schnacken. Okay, kein Zugriff bekommen. Auf Indien war das, ne? Aber dafür sabotiert und Alarmstufe ist gesunken in Russland. Schön. Indien hat Stratos abgeschlossen. Mit Mach 22 Flugzeugen. Unsere Einsätze werden in Zukunft sehr viel schwieriger. Und Großbritannien ist raus. Seitdem sind wir jetzt der letzte Platz, oder wie? Nur weiter, sie schlagen sich gut, tue ich auch. So, ich möchte das gleiche wie immer, Lady. Ne. Nee, wir sind nicht die Letzten. Frankreich. Die sind die Letzten. So, du versuchst was über den rauszufinden. Das heißt, er ist hier eigentlich gerade ein bisschen unnütz. Wir schicken dich schon mal zurück in die Türkei. Da die sich ja doch recht gut halten. Also sie werden noch Wissenschaftler haben. Das heißt, du gehst da hin und versuchst einen von... Nee, ich will die Unnützen nicht haben. Geh nach Indien. Machen wir da weiter. Und wir hätten gerne ein neues Gespräch mit dir. Und du hackst Indien nochmal. Und machst das direkt so. Treffen mit Pritchett war nicht möglich. Alarmstufe ist um 20% gestiegen. Wow. So, Regierung zu Indien hat sich verbessert, die Beziehung. Wegen der Drohnengeschichte. Das ist praktisch, weil wir gerade vor Ort sind. Und wir hätten jetzt ganz gerne... Nee, die werden nicht ausliefern. Forschung? Ransomware-Entschlüsselung. Nein. Nee. Du darfst hier vor Ort nicht aufklären, nein. Du versuchst über ihn was rauszufinden. Du versuchst nicht nochmal über irgendwas rauszufinden. Du gehst stattdessen auch schon mal rüber und hilfst damit aus. Ja.
Okay, der indische Diplomat ist paranoid, Sadomasochismus. Hat er wohl irgendwelche Bilder. Und er ist empathisch. Oberst, die Operation zur Kontaktaufnahme mit der Zielperson wurde abgebrochen. Die Zielperson wurde von einem feindlichen Agenten aus China aus dem Land. Fuck. So, du bist empathisch und paranoid. Ich brauche Hilfe. Was genau möchten Sie? Wir hätten gerne Forschung. Neurowissenschaft waren wir, glaube ich, recht nah an dem Ding. Es wäre schön, wenn man hier raustappen könnte, um nochmal die Daten zu überdingsen. Und wir würden die Drohne zurückbeordern. Nice. Das ist gut. Nee, wir waren nicht weit. Ich sollte versuchen, in der Medizin was zu bekommen. Und ja, Astrophysik. Ja, Astrophysik. Astrophysik am ehesten und dann Medizin. Aber mal im Ernst, das werden wir nicht wieder aufholen können. Es gibt bestimmt einen dritten Run. Das wird schon. Das ist hier doof, dass der jetzt gerade abgehauen ist. Oder abgehauen wurde. Du probierst trotzdem nochmal, den hier zu überzeugen. Ja, versuchen zu überzeugen. Wobei, er sollte über verstanden, ne? Ja, nee. Für ihn, was soll's. Gehen wir auf Abiatere Schiene. Hier drüben haben wir Wissenschaftler finden für dich. Aufklärung für dich. Und wir hätten gerne einen neuen Kontakt zu dir. Und hier drüben darfst du hackern. Und zwar Russland, Sigma-Daten direkt. Wobei, ist irgendwo vielleicht das auf 1 runter? Wahrscheinlich nicht, ja. Türkei, aber die haben auch nichts. Frankreich ist noch unter uns. Nö, probier es weiter hier in Russland. Alles bereit für die Entführung und Exfiltration von Fritschit? Professor. Fritschit. Hi, Scherzchen. Ashlyn, deine Sigma-Division hat uns einige vorläufige Ergebnisse zukommen lassen. Es ist fantastisch, dass uns eine Zukunft mit unbegrenzter Energie bevorsteht. Aber es ist auch ein Problem, weil wir unseren gesamten Marktanteil in der dritten Welt verlieren werden. Ich werde keine Arbeit mehr haben. Na gut, ich habe mit diesem Playthrough eigentlich schon abgeschlossen. Also probieren wir jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. Wir waren bisher super nett zu ihr. Viel, viel zu nett. Für eine Person in unserer Position. Das heißt, wir tun jetzt abermals, was sie möchte, aber um zu gucken, ob man irgendwie einen Superboost bekommt, wenn die Beziehung auf 3000% ist, was ich stark bezweifle. Ja, romantische Beziehungen hin und her. Ist schon 100%. Das hätte ich überprüfen sollen. Um wie viel Prozent das runtergeht, wenn man einmal Nein sagt. Das stand hier gerade nicht, oder? Und dann so überbalancieren. Also die allererste Antwort sollte Nein sein. Wenn sie irgendwas haben möchte. Weil sie auch meistens Nachteile für unsere Organisation hat. Also erstmal Nein sagen, gucken, wie viel es runtergeht. Und dann bei dem, was so am einigermaßen klingt, dann wieder Ja sagen. Dass sie auf jeden Fall über 50% bleibt, damit sie uns nicht in den Rücken fällt. Wo ich paranoid halt bin, dass sie das sonst machen würde. Und ja, das klingt sehr manipulierend und berechnend, aber das ist anscheinend so in diesem Spiel. Dann darfst du jetzt mal den da exfiltrieren. Bestehen. Was jetzt schade ist, dass die Drohne gerade weg ist, aber dafür haben wir was Tolles bekommen, also ist okay. 5,5 Kilometer. Ah, ich wollte schon sagen, 3,2 ist besser. Ah.
Ein Polizeiauto kommt langsam näher. Ich denke, wir könnten ihm ausweichen. Ja. Die Situation ist schlimmer geworden. Ich bin an einer Station komplett umzingelt von einer Einheit von bewaffneten Männern. Panik. Oh, zivile Opfer ist nicht gut. Ganz viele Zivilisten. Ja, versuch dich mal unbemerkt reinzuschmuggeln. Aber es hat lange gedauert. Und ja, volle Panik im Land. Feuer setzen? Nee, komm. Da sind sehr viele. Versuch zu fliehen. Versuch zu fliehen. Ich hasse Random. Dankeschön. Ein Polizeioffizier hat mich erkannt. Ich versuche, ihn in eine Gasse zu locken. Ihn verhören? Ja, okay, ein Verhör kann auch recht schnell gehen. Vielleicht kriegen wir ihn raus, wo Straßensperren und so weiter sind. Probier's. Hat nichts gesagt. Fliehen. Letzter Versuch, drück die Daumen. Was? Ach komm schon. Es könnte die Möglichkeit geben, die Freilassung ihres Agenten zu. Ja, Spätznatz, ganz viel ergeblich. Das lief echt nicht gut. Echt nicht gut. Weiter. Indien ist stinkig geworden. Aber dafür hat Karl was geklaut. Und Japan hat eine Kampfaktion. So, die Endkapitalistische gerade ist zufrieden mit der Arbeit. Bei unseren Missionen sind wir zudem auf einige Daten gestoßen, die für sie relevant sein könnten. Weltbank. Das heißt, wir haben jetzt zum allerersten Mal Finanzdaten bekommen von der antikapitalistischen Brigade. Und was passiert als nächstes? Sofort meldet sich die Weltbank. Lassen sich langsam auch nicht mehr erpressen. So, Kampfdrohne darunter, um Japan zu boosten. Und die kontaktieren. Oh, ja, ist alles Rotz. Wissenschaftler zu finden. Weil den kriegen wir nicht raus. Den müssen wir per Diplomatie rausbekommen, wenn das denn so möglich ist. Karl. Heck mal Korea, da waren wir glaube ich noch gar nicht. Abgeschlossen.